Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Clash Royale mit mir, dem Shartox. Ja, geil. So, ich bin jetzt gerade schon ein ganz klein wenig launisch und ich glaube nicht, dass es das wirklich besser macht, wenn ich jetzt tatsächlich anfange, in solchen Momenten eigentlich dann Clash Royale zu spielen. Aber hey, man kann es ja mal versuchen. So, ich denke mal, es wird aber erstmal relativ bescheiden für mich ausgehen. Ja, keine Ahnung, wie auch immer. So, ich habe jetzt eine längere Zeit nicht aufgenommen, meine lieben Freunde, was einfach mal daran lag, dass ich jetzt meine Prüfungen hatte zu meiner Ausbildung, aber die sind jetzt erstmal vorzeitig abgeschlossen. Und, jetzt kann ich mich erstmal ranwagen, wieder ein bisschen aufzunehmen. Ich bin jetzt ein bisschen wieder aus der Aufnehmübung heraus, weil, ich halt eben in den letzten 10 Tagen, glaube ich, einfach mal gar nichts aufgenommen habe und stattdessen einfach nur ganz gemütlich Rainbow Six Siege gezockt habe. Und ich habe einfach mal vor, auch das in nächster Zeit auch mal öfter zu livestreamen. Und ja, aber darum geht es ja eigentlich gerade gar nicht. Ich habe jetzt gerade hier schon mehrere Aufnahmeversuche gestartet und ständig ist irgendwas in diesem Scheißhaus. Irgendeiner bollert da an der Wand rum, irgendeiner schreit hier rum, irgendwie, weiß ich nicht, regt mich was anderes auf. Also ich bin jetzt gerade so gesehen schon, ja nicht auf 180, aber auf 100 Grad stehe ich auf jeden Fall gerade schon mal. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass ich aufgrund der Tatsache mal wenigstens ein bisschen was hier reiße, sonst wird es hier gleich ungemütlich. So, ich habe irgendwie, nichts davon will ich nehmen, nichts, nichts, einfach gar nichts. So, gut, ich nehme die Valkyrie. So, gucken wir mal eben. Ich nehme auch gerne noch den Riesen dazu, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Du kannst auch gerne jetzt Skelette oder so nehmen. Ach so, den Dicken. Ah, den Dicken spielst du. Und den anderen Dicken spielst du auch. Ja, das ist ja mal ein Ding. So, das war jetzt eigentlich gar nicht mal so doof von dir. So, weil ich krieg wahrscheinlich beide nicht kaputt. So, so, du machst mein Tower aber am besten nicht platt. So, klar, ich nehme jetzt einfach mal den Riesen oben hin, damit ich einfach mal Druck erhöhen kann. Ne, Druck ist immer eine ganz, ganz schöne Sache. Damit kann man arbeiten. So, und wir haben jetzt das gleich auch schon so weit, dass der Gegner, ja, wohl oder übel, weiß ich nicht, schon mal den nächsten Tower verliert. Was sehr, sehr schön ist. Was mir auf jeden Fall was bringt. Tatsächlich was bringt. So. Und zwar, wir haben, glaube ich, somit das Match eigentlich gewonnen, weil wir haben einen Tower von dem platt. Ne? Wir haben auch fast einen zweiten Tower von dem platt. So. Schauen wir mal. Das Urteil lautet, dass wir noch, warte, Sekunde, boom, gewonnen haben. So, das war jetzt zwar wirklich tatsächlich kein makelloser Sieg, aber es war ein Sieg und wir haben eine Magietruhe erhalten. Yeah, ja. So, die ist natürlich für weitere 80 Millionen Jahre gesperrt. Oh Mann. Nee, also das, ich mach das jetzt. Ist mir vollkommen egal. Ich will den Inhalt jetzt mit euch sofort da rausholen. Das war wahrscheinlich größte Fehler meines Lebens, gerade das ausgegeben zu haben. Die Coins genau dafür, für diese Truhe. Aber ich mach's trotzdem. Und das ist eigentlich nur für euch. Nur für euch. Nicht, dass ich ihn nutzen sollte. Nein, auf gar keinen Fall. Ich mach das nur für euch, damit ihr es merkt. Gut. Was ist das denn? Das Drachenbaby abzugraden kostet einiges an Money. Aber hey, ich sehe gerade, wir schwimmen ja regelrecht da drin. Und der Riese, der will auch ein bisschen mehr HP haben. Und nochmal mehr HP. So, sieht gut aus. Meine Teamaufstellung habe ich, glaube ich, ganz geringfügig geändert. Ich habe den Bomberman wieder rausgenommen und die Valkyrie wieder reingetoucht. Ja, aber ansonsten habe ich nicht viele Matches gemacht, ganz, ganz wenig. So, tägliche Angebote, neue Karten erscheinen in 5 Stunden und 26 Minuten. Ja, die jetzt gerade da sind, die sind nämlich für meine Verhältnisse erstmal gar nicht mal so gut. So, oha. Wir haben einiges da bekommen, was Kobolde angeht. So, ich habe so viele Dings irgendwie, ne? So Fernkampfleute. Ich glaube, ich könnte die einfach mal hier reinpacken, oder? Und die lieber verbessern.
bringen wir schon was, oder? Die haben zwar wenig HP, aber der Schaden, der lässt sich doch definitiv sehen, oder? Guck mal, die machen 145. Gut, egal. Wir machen jetzt einfach nochmal Go. So, Pay versus Shardox YouTube. So, wir spawnen einfach mal hier unten den Riesen. Oh, und er spawnt gleichzeitig auch einen Drache. Einen Drachen. So, Drache kommt auch mal rüber. So, Sperrkobolde kommen rüber. So. Wohin mit eurem Leben? Sekunde mal Leben. So, ich glaube, da müssen wir mal mit unseren Musketieren nachhelfen. Keine Ahnung, wieso jetzt mein Drache irgendwie gerade ja ziemlich, also um einiges besser abgeschnitten hat als sein Drache. Das ist mir jetzt gerade etwas schleierhaft, aber ist ja auch okay so, wenn es so ist. So, hier ist es, glaube ich, besser, wenn ich hier die Kobolde sprechen lasse. Definitiv. So, schauen wir mal. Was ist das? Eine Barrel? So, da kommen ja kleine Scheiße raus. Da kann die Valkyrie eventuell noch was machen. Mhm. So. Wir nehmen jetzt hier erstmal den Ritter. Soll der das regeln? Oh, geil. Geile Aktion, Valkyrie. Geile Aktion. Ohne Scheiß, das hast du gerade mal super bueno gemacht. So, ich weiß, ich habe jetzt keinen Support für meinen Riesen, aber ich schicke ihn trotzdem einfach mal an die Front. So, der wird jetzt aber auch wahrscheinlich schnell an dieser Stelle verrecken. Und wow. Ich weiß nicht, wann die es gerade hingekriegt haben, aber mein Turm ist ja sowas von in den Arsch. Hier unten, das ist überhaupt gar nicht gut. Gar nicht gut. So, ich weiß, er hat definitiv Skelette. Er wird hier wohl nicht spawnen jetzt, ne. Aber jetzt vielleicht. Ich mache seinen Drachen wohl platt, aber. Ah, okay. Scheiße. Wie mache ich das denn jetzt? So, er spawnt auf jeden Fall gleich meine Dings, oder? Und das will ich nicht, die Skelette. Okay. So, schauen wir mal eben, was er macht. Ja. Ja, die kann sie schnell kaputt machen. Das ist kein Thema. Kein Thema. Ah, doch, das ist ein Thema. Das sieht echt kritisch aus. Hey, lass sie nicht weitergehen. Oh, wo kommt der Dicke auf einmal her? Kobold. Oh nein. Ja, der Tower ist platt. Scheiße. Wie soll ich das denn jetzt hinkriegen, noch einen Draw zu kriegen? Ich will einen Draw. Mindestens. Wir brauchen mindestens einen Draw. Mindestens. Mindestens. Macht ein Draw draus! Ich habe hier gleich ein Problem. Ein dickes Problem. Ja, wir haben verkackt. Das haben wir verkackt. Da kann ich mich nicht mehr rausretten. Och, ist das ärgerlich. Wie hat das denn geschafft, meinen Turm schon wieder so kaputt zu machen, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Leck mich am Arsch. Zweimal, dreimal, viermal, zehnmal. Ja, komm, Alter. Das ist nicht für den Ernst. Ja, hier, komm. Mach auch meinen Drachen. So, zack, mein Turm hilft damit. Ach so, deswegen haben wir wahrscheinlich seinen Drachen so kaputt gemacht, richtig? Richtig. So. Tut weh, meinem Tower. Tut weh. Tut tatsächlich weh. So. Hier kommt mein Riese. Hier kommt meine Musketierin. So, ihr macht das schon. Ich sehe das. Ich sehe das, dass ihr das könnt. Ihr seid richtige Könner. Ja, lass meinen Riesen in Ruhe. Er muss seine Arbeit machen. Im Gegensatz zu ihr, ihr arbeitslosen Penner, hä? Wobei, das ist dann deren Arbeit, uns zu besiegen. Ich hab nichts gesagt. Ist auch eure Arbeit, mich zu klatschen, aber. Ihr seid gegen mich, also seid ihr allgemein scheiße. Hate is real, so. Ja, Valkyrie. Keine Ahnung warum. Jetzt spawnen am besten irgendwas, was hier masttauglich ist. Da komm, das verunsichert dich doch jetzt ein bisschen, oder? Nur ein kleines bisschen. Es spawnt nichts mehr. Also entweder kommt jetzt gleich übelst die geile Scheiße oder der hat aufgegeben. Ich gehe jetzt mal eher davon aus, dass er aufgegeben hat. Ja gut, alles klar. Dann ist das wohl einfach mal ein gratis Win für uns.
Den nehme ich auch gerne mit. Locker easy, das sieht gut aus. Kampf vorbei! Juhu! So, give me the crowns. Dankeschön, Spiel episch. So, auf jeden Fall. So, jetzt kriegen wir hier auch eine Kronentruhe. Die öffnen wir einfach mal. Da ist wieder ein bisschen Gold drin. Paar Juwelen. Paar Ritter. Mini-Packer. Haben wir so ein Ding schon? Kann sogar sein, dass wir so ein Ding haben. Ich guck mal eben. Ah, hier nochmal Mini-Packer ein paar tausend Mal bekommen. Dankeschön. So, der ist neu. Ist das dieses ganz normale Robo-Viech? Ich nehme es einfach mal rein, statt... statt wen? Statt die Kobolde. Die Kobolde brauche ich ja sowieso nicht, oder? So, der Schaden, der ist immens. Schaden pro Sekunde. Eigentlich ist das Ding ist doch komplett... Das ist doch eine Kampfmaschine. Das ist doch die reinste Kampfmaschine, das Ding hier. Also, das kann ja nur laufen, oder? Das kann doch nur laufen. So, das gucken wir uns noch, das gucken wir uns definitiv nochmal an. Mini-Packer. Schauen wir mal, was der Packer drauf hat. Titanical Beast. Ah ja, okay. Das ist immer interessant. Also da hat er ja mal eine Armee von Anfang an hier. So, Ritter voraus. Riese dahinter. So, das ist doch hier das Packer-Dinger, ne? Und soweit ich weiß schon. So. Ich nehme immer gerne Drachenbabys. Drachenbabys, die können nämlich von oben immer schön schießen. Die tun ihren Job. So. Und das meiste halt echt gut. So, jetzt habe ich dieses Robo-Ding. Mach's platt. Jawohl. So muss das. So, hoffentlich hält mein Viech mal ein klein wenig aus. Alter, das Ding ist so schnell erledigt. Meine Güte. Alter, und er kann schon wieder dieses Ding machen. Ja, das ist doch unreal, Alter. So schnell. Ich bin so schnell platt immer. Unnormal. Und das regt mich gerade ein bisschen auf hier. So. Ah ja, ist klar, genau. Nimm einfach einen Zauber. Ach, das gibt's doch gar nicht. Der Ritter, der macht mir schon wieder mein Leben kaputt hier, glaube ich. Ja, der macht mir auf jeden Fall meine Base hier kaputt. So. Du machst doch die kleinen Scheißer jetzt hier, das ist gut. Mehr oder weniger. Nicht für dich zumindest. Nicht für mich. So. So, meine Kleinen. Jetzt müsst ihr wirklich raushauen. So, ich nehme jetzt Valkyrie, weil er ist ja so einer, der gerne mal ein paar Leute mehr spawnt. Ah ja, okay. So, ich habe hier auch meine Armee. Nein! Nein! Macht sie platt! Macht sie platt! So, Ritter! Ritter, do your fucking thing! Und jetzt Valkyrie. Ich weiß, du bist nützlich. Du weißt, du bist nützlich. Ich weiß, du kannst das. Drachenbaby, ich weiß, du bist noch um einiges nützlicher. So. Und ja, Robo, du weißt, was ich von dir halte. Ziemlich viel, um ehrlich zu sein. Deswegen, tu etwas. Tu etwas für dein Vaterland. Tu etwas für dein Vaterland. Nein. Das kann nicht deren Ernst sein. Das kann nicht deren Ernst sein. Alter, wo hat er die ganzen Leute auf einmal her? Ich könnte kotzen gerade. Was ist denn hier los, Mann? Und da kommt schon wieder die nächste Armee. Mami, Papi, das ist nicht fair. Leck mich doch einfach. Ja, der hat mich wieder richtig an den Eiern. Aber auch nur, weil er immer diese Ritter hat. Immer, weil die Leute die Ritter haben. Ich sag's euch, wenn ich diesen scheiß Ritter hab, ne? Ey, dann ist die Hölle hier los. Fick dich. Du kannst nix, du Lappen. Wenn ich diesen Ritter hätte, ich hätte dich kaputt gemacht.
Dark Pecker! Du bist ein Arschlecker! So, damit er schon mal weiß, worauf er sich gefasst macht hier. Mein Gemütszustand ist angeknackst, aber sowas von. Hey, guck mal, da ist schon wieder dieser andere Spaß hier. Der mit seiner Lanze einfach alles kaputt macht. Geiles Leben habe ich, wirklich. So, und was macht der Drache? Der macht mir das Leben auch zur Hölle. Ich habe zwar auch einen Drache, aber hey. Und da kommen wieder die Kleinen, die ich übrigens, warte, ich würde es nochmal gerne sagen, auch nicht habe. Sir Lancelot und diese Zombie-Armee, Skelett-Armee, ich habe sie einfach nicht. Und solange ich die nicht habe, ist RIP. RIP-Game. Ehrlich. Auch wenn es übelst schnell, einfach ist, die zu countern. Ich habe keine Hoffnung darin, dass jetzt irgendwas Gutes hier passiert, um ehrlich zu sein. Nein. 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 Habe ich nicht. War ja klar, dass da jetzt irgendwas sterben geht vorher. Ja, Valkyrie, bis du mal deinen Arsch zum Tower bewegt hast, ist Weihnachten vorbei. Na, immerhin macht die AOE. Na, immerhin. Komm, guck mal. Guck mal, das ist doch was. Hier, Robo, kümmere dich lieber um einen Riesen. Ah, jetzt hat er auch noch einen Drachen. Ja, Halleluja. Musketieren, geh bitte nach rechts. Genau, hilf. Hilf beim Deffen. So, hier, den kleinen Robo, den nehmen wir einfach mal mit. So, weil er einfach ein starker Sack ist. So, ihr solltet was gegen meine Dings am besten tun. Gegen meine Zombie-Armee. Gegen meine Skelett-Armee. Wenn du nichts dagegen tust, dann sieht das für dich gleich hier schlecht aus, mein Freund. So, Musketieren, Isda. So, jetzt habe ich hier eine Armee von Drachen und Riese und dies und das. Also, wenn ich mich davon... Wenn ich jetzt nicht was reiße, weiß ich aber auch nicht. Und wir haben was gerissen. Juhu, ich muss also nicht komplett ausrasten und das Spiel löschen. So, jetzt ist Ermin nämlich mad, das ist okay. Solange ich nicht mad bin, ist alles gut. Kannst ruhig ausrasten. So habe ich mich gerade auch gefühlt, glaub mir. Sei nicht sauer, mein Freund. Alter, wie lange brauchen wir eigentlich um Dings, ey? Nächsten Rang, wir sind gerade wahrscheinlich Level abgekommen, oder? Irgendwann? Was ist das hier? Neues Bar Royal? Achso, das sind wahrscheinlich wieder Videos, die man sich hier angucken muss, oder? Japanischer Champ, ja, war ja klar. Entweder Koreaner oder die Japaner. Komisch. Gut, alles klar. Wir machen weiter. Asiaten halt. So, als nächstes kommt der Riese, ja? Right, okay. So, dann machen wir mal Pekka. So, plus Riese. Ja, das ist schon mal gut. So, plus abwarten. Jetzt kommt der Drache. So, okay, alles klar, weiß Bescheid. Übertreib mal nicht. So, Valkyrie. Ich pack dich einfach schon mal hier hin. So, du bist zwar schnell erledigt. I know the shit. Ja, toll. Eine Bombe hat er noch weggekriegt, ne? Ja gut, alles klar. So, jetzt lass uns mal eben kurz überlegen, was wir jetzt hier genau machen. So, als nächstes kommt der Riese. Was spawnt da zusammen? Ah ja. Das ist zum Beispiel nicht so geil. Du brauchst gar nicht so rumstürmen. So, ich weiß, dass mein Ding fast platt ist, aber... Robo gegen Dings... Ah ja, okay, der Schaden macht er auf jeden Fall. Aber der Typ auf dem Ross mal wieder, Sir Lancelot, der macht das, ne? Ich habe aber keinen Sir Lancelot, Mann. Na, ja, und das ist für mich ein großes Problem. Ein großes Problem.
Ja, ist klar. Du kannst nicht mal sowas von einem Arsch lecken. Ja. Komm, jetzt bauen deine Armee von Zombies, bitte. Wer macht eh diesen Ritter? Sir Lancelot? Ja, ich wusste es. Was soll der noch anderes machen, hä? Er kann nichts. Er kann nichts anderes machen. Die können alle nichts anderes machen. Wenn ich diesen Spaß hätte, würde ich auch nichts anderes machen. Warum denn auch? Es läuft ja gut so. Muss irgendjemand irgendwas haben, was jetzt bei mir den Tower kaputt macht. Oh ja, geil. Oh ja, super. Komm hier. Yeah. Boah, läuft das gut wieder. Zombie-Armee plus Sir Lancelot. Was soll man denn sonst anderes machen? So, ich habe meine Maus einfach mal ganz dezent einfach vom Tisch geschmissen. Weil ich habe darauf keinen Bock mehr. Alter, es geht einfach mir übelst auf die Eggs. Und zwar so heftig auf die Eggs. Also das Spiel jetzt ausmache, so geht mir das auf die Eggs, Alter. Ich gucke jetzt jeden Tag in diesen scheiß Angebotsliste rein, wann ich diese verdammten scheiß Skelette bekomme oder diesen scheiß Sir Lancelot, Alter. Geht mir echt auf die Eier gerade.